So, wir sind hier drüben beim Karl. Bei dem bin ich schon einmal durchgegangen, bin ich ganz unten angekommen. Und zwar ist es hier so, dass wir hier eigentlich bei einer Schicht Beweglichkeit sind, bei der man diesen Aufwärtstrieb der Bienen ausgleichen soll. Das heißt, sie gibt wohl Bienenrassen, die entwickeln sich nach oben und die Königin geht nicht mehr nach unten. Hier ist es aber so, das haben wir letztes Mal auch schon gesehen, dass auf allen Schichten dort, wo die Bienen auslaufen, wieder nachgestiftet wird. Also da hat sich für die Bienen, die ich hier habe, brauche ich keine Schichtenbeweglichkeit. Da ist es dann eher besser, wenn man hier mit einem Brutraum arbeitet, mit der Dant, hat man weniger Arbeit, sieht immer, wo die Königin ist, kann sich dann das alles zurechtpacken. Hier ist ja jedes Mal die Gefahr, dass ich jetzt die Königin irgendwo zerquetsche dabei. Von daher ist das bis hierher, was man hier sieht, Schichtenbeweglichkeit, brauche ich hier nicht. Auch von der Raumgabe, von der Raummenge her. Ich sehe auch noch links und rechts sind noch freie Waben. Gut, dieses Jahr ist ja ungewöhnlich. Sonst ist ja normalerweise Anfang April die Kiste immer schon rappelvoll. Aber was ich nirgendwo habe, sind angezogene Weiselnäpfchen.